Willkommen zurück bei The Witcher. Ich habe eine etwas längere Pause gemacht, das Wochenende lag dazwischen, bisschen mehr Borderlands gezockt. Aber jetzt spielen wir weiter bei The Witcher. Ich habe auch die Pause genutzt, um ein paar Tonanpassungen zu machen. Ich bin ja noch recht frisch, was das Let's Playen angeht. Einfach ein paar Optionen durchgecheckt. Jetzt soll es auf jeden Fall besser laufen. Dann wünsche ich euch weiterhin viel Spaß. Ich verlasse euren Hof, Majestät. Und ich möchte Triss Merigold mit mir nehmen, wenn sie will. Sicher will sie. Bist du denn blind? Sie ist dir doch mit Haut und Haaren verfallen. Ihr dürft gehen. Keiner wird euch aufhalten. Du hast mein Wort darauf. So, vor der langen Pause haben wir hier die Burg, soweit es geht, erobert. Und jetzt müssen wir die Kinder des Königs finden, beziehungsweise seine leibeigenen Kinder, was da wohl ein Problem unter Adligen ist. Irgendwie hat da irgendwas nicht gepasst. Und deswegen gab es gerade Krieg. So, gucken wir nochmal. Was looten wir noch alles? Nehmen wir mit. Ja, hier ist nichts mehr. Und dann wollen wir die Kinder suchen. Ich gehe hier mal vor. Soll ja schließlich hier den König beschützen. Ha, da sind ja auch schon die Kinder. Ganz fröhlich und locker. Man sollte doch meinen, dass die sich beim Anblick ihres Vaters freuen. Volltest! Ich hole meine Kinder! Geralt, warte hier. Du könntest sie erschrecken. Oh, den Göttern sei Dank. Meine Gebete wurden erhört. Ein Moment der Ruhe und Entspannung. Geh, Büssi. Das ist nicht mein Vater. Aber dein König, mein Junge. Glocken. Ihr Triumph ist vollkommen. Die Stadt und die Festung sind gefallen. Ihr solltet dem Urvater und der Mutterschöpferin für diesen großen Sieg danken. Warte, blinder Mann. Ich habe meine Kinder ein halbes Jahr nicht gesehen. Die Götter können ruhig noch etwas warten. Hört mir zu. Eure Mutter und ich haben uns gezankt, aber das ist vorbei. Sie wurde getäuscht. Böse Menschen haben sie gegen mich aufgebracht. Diese Menschen sind bestraft worden und jetzt wird alles wieder gut werden. Oh, der Junge hat richtig nicht Angst. Nicht weinen, Büssi. Eines Tages wirst du König sein. Und Könige weinen nicht. Es kommen Bewaffnete, Majestät. Kinder, ins Refektorium. Meine Ritter sind gleich hier. Ihr sollt sie kennenlernen, denn einst werdet ihr sie befehligen. Büssi, wasch dein Gesicht. Man darf nicht sehen, dass du geweint hast. Im anderen Zimmer steht ein Wassereimer. Anais, hilf deinem Bruder. Oh. Oha. Sieht nicht gut aus. Das Gebet. Sie sollen aussehen wie die Königskinder, die sie sind. Sie haben eure Augen, König. Oh nein.
Wie gut das Ganze inszeniert ist, finde ich super. Der ganze Prolog von vorne bis hinten eindeutig gelungen. Scheiße. Ah, das ist der andere Hexer. Wow, krass. Und ich schätze mal, ich weiß jetzt auch, warum wir gleich im Gefängnis hängen. Das war klar. Das war jetzt so klar. Ich lese hier gerade, wir können auch schleichen und betäuben. Tja, mehr erfahre ich wohl nicht von dir. Heißt das, ich bin frei? Volltest. König von Temerien ist ermordet worden. Derzeit bist du der einzige Verdächtige. Ich soll im Loch verschimmeln, weil der Mörder klüger ist als du? Wie bitter. Du wirst schon nicht im Loch verschimmeln. Man wird dich aufhängen. Sag ihnen, dass sie das nicht tun dürfen. Ich habe keinerlei Einfluss auf das Urteil des Gerichts. Ja, unternimm was auf jeden Fall, aber erzähl mal ruhig. Voltest hat viel von dir erzählt. Ohne ihn wäre ich heute ein Säufer oder Landstreicher. Voltest hat mehr für mich getan als mein Vater. Mein Vater hat gar nichts für mich getan, hab ihn nie getroffen. Und daher werde ich erst ruhen, wenn der Mörder bestraft wurde. Worin besteht dein Dienst, Vernon? Ich führe Befehle aus, die andere nicht ausführen können. Eben kurz noch Bescheid wissen, wie es jetzt momentan um das Königreich steht und was mit Triss vor allem ist. Wie steht es in Temerien? Der Regentenrat ist zusammengetreten, um Ordnung zu schaffen. Das bedeutet dreierlei. Es herrscht Unbeschreibliches drunter und drüber, der Wein geht aus und die Huren verdienen sich goldene Nasen. Nimmt Triss an den Beratungen teil? Ja, aber sie wird nur erfahren, dass sie überflüssig ist. Woher weißt du das? Es ist mein Beruf, solche Dinge zu wissen. Sie wollen ein Königreich ohne Zauberin? Sie haben gerade ein Königreich ohne König und nutzen die Gelegenheit, um Triss loszuwerden. Wer wird regieren? Die primären Prätendenten sind Graf Maravell und Baron Kimbold. Die balgen sich jetzt schon um die Burg La Valette. Voltests Bankerte gibt es auch noch. Und in deren Adern fließt königliches Blut. Sie haben ein Anrecht auf den Thron, nicht diese dahergelaufenen Adligen. Naja, ihr das aufzubürden, dass sie jetzt für mich bürgt, ist auch irgendwo blöd, ne? Aber ich... einfach was mal gucken. Was ist, wenn jemand für mich bürgt? Hast du einen Zeugen? Ich dachte an Triss. Tja, wenn sie nicht deine Gespielin wäre. Aber das ist ja allgemein gut. Was ist mit ihr geschehen? Sie ist unversehrt. Soweit ich weiß, wurde sie zur Sitzung des Regentenrats gerufen. Na, das wussten wir bis jetzt schon. So, hier gibt's nichts Neues jetzt. Dann unternimm mal was, Vernon. Du bist doch der Anführer der blauen Streifen, verdammt. Tu was.
Der Mörder läuft frei durch die Gegend und mit jeder Stunde ist er schwieriger zu fassen. Die Geschichte vom Mördermönch überzeugt mich nicht. Ich sagte nicht, dass er ein Mönch war, sondern dass er einen Habit trug. Ich sah ihn in einem Boot mit einem Trupp Skoyatel wegfahren. Würdest du ihn wiedererkennen? Aber ja, er ist der größte Fleischberg, den ich je gesehen habe. Ach komm, Venom, lass uns raus. Aber irgendwie traue ich der Figur nicht ganz. Sie macht so einen verschlagenen Eindruck. Was würdest du tun, wenn dir die Flucht gelänge? Na also, es geht doch. Jetzt reden wir schon mal über die Optionen. Ich vertraue ihm erstmal. Ich würde mir gern den Königsmörder schnappen. Wo willst du ihn denn finden? Ein paar Skoyatel haben ihm bei der Flucht geholfen. Da fange ich an. Vielleicht kennst du dieses gewisse Elfengrüppchen sogar. Wie sollte ich? Sie trugen Masken mit blauen Streifen. Trophäen, nehme ich an. Jorvets Leute. Wo ich die finde, weiß ich. Jetzt haben wir doch eine Spur. Nochmal von vorne. Und diesmal ganz ruhig. Gib mir was zu trinken. Nun, warum nicht? Das ist die einzige Forderung. Ich verlange ja nicht viel. Bring was zu trinken. Ein bisschen frische Luft wäre nicht schlecht. Eigentlich nicht gleich so. Selbst schuld, Geralt. Dein Schicksal liegt in deiner Hand. Danke. Na siehst du, was zu futtern ist auch dabei. Ich wusste nicht, dass auch Frauen in den Spezialverbänden dienen. Vess gehört zu meinen besten Leuten. Wo hat sie die blauen Streifen her? Ich habe sie aus den Fängen der Skoyatel befreit. Sie war 16, als sie ihr Dorf niederbrannten und die Einwohner abschlachteten. Der Anführer fand Gefallen an ihr, darum lebt sie noch. Eins noch. Die Akte eines gewissen Geralt von Riva. Über Volltests Tod? Eher über Geralts Tod. Ein Bericht über Ereignisse vor 5 Jahren. Oh, lassen Sie uns jetzt verschwinden.